Da spielt die Musik wieder direkt von vorne. Ist das nicht toll zu Beginn der Folge? Ah, fantastisches Feeling. Hi und willkommen zurück bei Signalis. Weiter geht's, liebe Leute. Also, ich habe das letzte Mal diese... Frosch im Hals. Ich habe das letzte Mal diese Eulenkassette hier reingeballert in unsere tolle Anlage. Und jetzt spielt dort ein Lied. Fragt mich aber nicht, dass ich nicht weiß, welches Lied. Autsch. Und jetzt wollte ich nämlich nochmal zurück in den achten Stock, beziehungsweise in den Ground Floor. Aber ich bin dafür in den falschen Raum gegangen. Ah! Scheiße! Hui! Detector Office. Detector Archiv. Ja, da war ich schon drin. War nämlich ein Raum, der noch dunkel ist. Hilfe! Warte mal. Ja, ich muss noch eins runter. Stimmt, ich bin im siebten Stock. Entschuldigung. Genau, die Bücherei, die konnte ich noch nicht öffnen. Leider, dazu fehlt mir noch der Schlüssel. Und da hinten ist noch eine Tür, die verschlossen ist. Da hatte ich mich das letzte Mal umgesehen und da ist noch die Star Map. Also es gibt hier noch ein bisschen was zu entdecken auf jeden Fall. Wir werden vom Sound angezogen. Dreht sich. Wegen dem Lied. Da ist was drin. Kolibri-Schüssel, yes! Das ist meine Fahrkarte. Okay, wir können das Lied wieder ausschalten. Oh boy. Habe ich noch einen Slot frei? Ich glaube ja. Ich werde mir direkt mal ein Reparaturspray gönnen. Dann bin ich wieder voll. Achso, das habe ich schon angesehen. Hier die Pistolenmunition konnte ich noch mitnehmen. Reparaturflicken leider nicht mehr. Brauche das gerade nicht zu benutzen. Okay. Okay, dann werden wir den Schlüssel mal einsetzen. Ich glaube, das war hier drüben. Diese Tür. Okay, dann wollen wir mal. I'm excited. Was haben wir denn hier? Bekannte Replika-Problem. Probleme, Teil 1. Vertrauliche Informationen für Kommandanten. Erfahrungen mit diesen Replika-Modellen haben uns Einblick in die Unregelmäßigkeit im Verhalten dieser Einheiten gegeben, die auf die ursprünglichen neuralen Muster zurückführen, die für diese Einheiten benutzt wurden. Aufgrund der vertraulichen Natur dieser Informationen sollte dieses Dokument nach dem Lesen zerstört werden. Ich glaube, die Einleitung ist immer die gleiche. Eulen neigen dazu, große Gruppen zu bilden und mögen es zu singen und zu tanzen, da das ursprüngliche neurale Muster dieser Einheit eine Balletttänzerin gewesen ist. Persona-Zerfall kann leicht vorgebeugt werden, indem man sicherstellt, dass die Einheit regen Zugang zu Musik hat, beispielsweise durch Kassettenspieler oder Musikinstrumente. Ach, deswegen auch die eine Einheit, die sich aufgeregt hat, dass die Eulen die ganze Zeit Musik hören.
stellen Sie mindestens einen Spiegel in jedem Eulenzimmer-Schlafsaal auf, da Eulen ein starkes Bedürfnis haben, regelmäßig ihr Äußeres zu prüfen. Eulens Persona stabilisiert sich, indem sie ein ordentliches Erscheinungsbild beibehält, sowie durch sozialen Austausch. Eulen organisieren sich oft in Gruppen von ca. 10 Einheiten und geben sich thematischen Spitznamen. Ara. Obwohl sie stille Einfallspinsel erscheinen mögen, sollten sie Aras nicht unterschätzen. Sie mögen es nicht zeigen, aber sie verurteilen unhöfliches und rücksichtsloses Verhalten streng und werden ein solches Urteil im Stillen mit ihrem gesamten Kader teilen. Aras vertragen sich am besten mit Eulen, da diese meist ungeduldig und freundlich sind und ein Talent dafür besitzen, die ausdruckslosen Gesichter der Aras zu lesen. In vielen Anlagen bauen Aras Wartungsschächte, die nur für sie zugänglich sind, oft unter Böden und in Wänden. Instabile Einheiten ziehen sich oft in diesen Tunnel zurück. Es wird nicht empfohlen, zu versuchen, diese Einheiten zu bergen. Ara-Personas werden am besten stabilisiert, indem man ihren Zugang zu Pflanzen gibt, um die sie sich kümmern können. Idealerweise bunte Blumen oder Bäume. Okay. Somit dürfen wir alle drei Teile gelesen haben. Ah, jetzt habe ich noch diesen Reparaturflicken aufgenommen. Shit. Ah, das ist ein Reparatursplay Plus. Kann ich nicht kombinieren. Replika-Übersicht. Coole Brrr. Kommando, Lufteinheit, Bioresistanz, Technik-Replika, Kolibri. Typ Generation 6 Spitzentechnik, Bioresonanz Spezialist. Gestell, biomechanisch mit Polyethylenschale und kugelsicheren Panzerplatten, Größe 152 cm. Kolibri, ein Wunder der modernen Technologie, ist die stärkste Bioresonanzeinheit, die je hergestellt wurde. Jede Falke-Einheit eines Führungskommandos wird von einem Kader Kolibri-Einheiten-Adjutanten unterstützt, die ihre Bioresonanzsignal verstärken sowie ein eigenes produzieren können. Trotz ihrer zierlichen Statur sind Kolibris eine der effektivsten Protektoreinheiten. Kolibris können den Geist von Replikas und Gestalten direkt beeinflussen, Informationen nonverbal extrahieren und untereinander blitzschnell in den vollen Bandbreite der Sinne kommunizieren. Damit stellen die Bioresonanzfähigkeiten der Kolibris die beste Reproduktion eines wahren Schwarmbewusstseins dar, das hier erschaffen wurde. Könnte auch eine Kolibri-Einheit sein, mit der ich es vorhin zu tun hatte, wo ich diese Radiosender so einstellen musste. Adlerschlüssel. Ja, geil. Und ich kann ihn nicht mitnehmen. Ach. Da ist noch ein Raum. Was haben wir hier? Oh. Na, wer sagt's denn? Oh, das Radio ist angesprungen. Ich mach's nochmal aus. Ich komme nochmal gleich hierher. Ich muss noch so viel in diesem Scheißraum einsammeln und der Raum vor allem auf der anderen Seite ist dunkel. Das heißt, ich brauche hier noch das Licht dazu. Wie mache ich es am klügsten? Adler Bedroom. Da war der Raum verschlossen. Wait a sec. Da oben war zu. Oh, nö. Okay, wisst ihr was? Schnauze voll. Ball euch beide einfach um. Geht ihm nicht auf den... Geht ihm nicht auf den Sack. Ah, okay. Verstehe. Da muss ich als nächstes hin... Aber ich muss noch mal kurz zu einer Kiste. Ich nehme meine Lieblingskiste. Nehme ich hier oben. Okay, ich glaube, ich brauche ungefähr 3 Slots. 3. Das können wir ablegen. Rote habe ich leider keine mehr zum Kombinieren. Das ist nicht weiterhin schlimm. Davon habe ich noch... Sehe ich das richtig? 8 oder 6?
5? Ne, 5 sind's. So. Meißlatz habe ich frei. Einen Schuss kann ich nachladen. Doof, dass dann halt einer in der Kiste rumgammelt, aber ist nicht schlimm. So. Wenn wir gerade hier sind, speichere ich nochmal. Ich frage mich, ob das Spiel so eine Dark Souls-Mechanik hat, dass wenn ich speichere, die Gegner halt wieder aufstehen, wenn ich über die drüber laufe oder so. Also die, die nicht verbrannt sind, meine ich. Könnte ja auch so ein System sein. Aber von den meisten Gegnern kann man gut weglaufen, das finde ich sehr geil. Also die meisten Räume sind groß genug, dass man, wenn man an denen vorbeirennt, sich nicht unbedingt eine fängt, aber in manchen Fällen kriegst du halt direkt eine geschmiert. So, wo war denn der Raum nochmal? War doch hier, oder? Ah ja, genau hier. Ja, genau. Hier. So, was wollte ich als erstes mitnehmen? Das da, Adlerschlüssel. Da liegt noch was. Kolibri-Notiz. Behalte ein Auge auf Adler, er versteckt etwas vor uns. Es war nichts in seinem Tagebuch, aber als ich in seinen Kopf geschaut habe, waren dort Erinnerungen davon, dass er eine Elster-Einheit in Sipinski, dass eine Elster-Einheit in Sipinski gearbeitet hat. Es gibt keine Aufzeichnungen, dass so ein Replikamodell hier jemals eingesetzt wurde. Eine Bestellung für eine einzelne Einheit für Vermessungsarbeiten in der Mine wurde kurz in Betracht gezogen, aber aufgrund der Krankheit der Kommandantin gingen keine neuen Bestellungen mehr raus. Okay, verstehe. So. Jetzt nochmal hier rein in diesen Raum. 92. Stirb. Dann da wirklich stirb. Hundertdreiunddreißig, 159. Ein Briefkastenschlüssel, na super. Okay, aber das ist nicht weiterhin tragisch, denn ich kann gleich direkt die Adlerkarte einsetzen. Der Raum war ja hier, Führungskommando. Dann habe ich die Karte nämlich schon mal aus dem Inventar. Geh nochmal zurück und hol mir den Briefkastenschlüssel. Dann habe ich das nämlich schon mal erledigt. Ich finde es geil, dass so Sachen wie zum Beispiel Licht oder der Fotomodus halt über einen Modul gesteuert werden, das ich halt im Inventar haben muss. Erinnert mich so ein bisschen auch in Nier Automata, wo man halt seinen Androiden halt anpassen kann, wie man halt Bock hat, indem man halt die Module entweder mehr auf Angriff geht oder dass man ein bisschen mehr Lebensenergie hat oder so ein Käse. Also, das finde ich von der Idee her schon echt geil. So, wo waren denn die Briefkästen? Ich glaube, das war Ebene 6 oder Ebene 7. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ah! Hier nicht! Entschuldigung, wollte sie nicht stören. War das hier? Ja.
Dann habe ich nämlich den Briefkastenschlüssel auch aus dem Inventar. Aha, guck an. Der Büchereischlüssel. Perfekt. So, wo war die Bücherei? Die war hier, ne? Nee. Ach so, ich glaube, die Bücherei war... Ebene 7, ne? Eins runter. Oder bin ich doof? Hä? Da war es doch Ebene 8. Library. Ah, doch. Ebene 8. Okay. So. Ich habe ja noch Inventar. Nee, habe ich nicht. Gott. Ja, ich nehme den Elektroschocker. Erst drauf. Ja, es ist halt dunkel. Ich brauche halt. Brauche halt die Lampe. Ich sehe sonst einen Scheiß. Na gut, gehen wir erstmal hier durch. Adlers Tagebuch. Datum 84216. Ich bin letztens fasziniert von einem kuriosen Möbelstück, das ich im Lager entdeckt habe. Eine seltsame Kiste mit einem abnehmbaren Drehscheibe auf der Vorderseite, die von einem Arbeiter konfisziert wurde. Obwohl ich mir unsicher bin, warum, hat sie mich sofort in den Bann gezogen. Wenn ich mein Ohr auf den Mechanismus lege, kann ich ein leises Ticken hören wie ein Uhrwerk. Datum 84217. Ohne Kolibris Hilfe ist es deutlich schwerer geworden, den Logistikkader zu koordinieren. Wenn es etwas Gutes zu sagen gibt über diese Frau, dann ist es, dass sie trotz ihrer kleinwüchsigen Statur, Statur vermag, ihre Befehlen folgen zu machen. Ich bin sie heute suchen gegangen. Doch ihre Tür war immer noch verschlossen. Datum 84218. Zweimal heute Nacht. Wieder eine Erinnerung an mein Gestaltleben, glaube ich. Ich trug meine Uniform. Ich sah eine junge Frau mit schneeweißen Haaren und ich unterzog sie einer Art von Test. Ich hatte ein Deck Karten mit astronomischen Symbolen und sie sollte den Planeten erraten, der auf der Karte abgebildet war, die ich hielt. Datum 84219. Ich habe wieder mit der mechanischen Schließkiste, von der ich nun sicher bin, dass es eine Art astronomischer Kalender ist, herumgespielt, als ich mich plötzlich einer Konversation entsandt, die ich mit einer anderen Replika hatte, als ich die Minenausgrabung inspizierte. Es war jedoch eindeutig ein Modell, das ich noch nie zuvor gesehen habe. Eine Art Ingenieurin mit einem orangenen Bruststück. In meiner Erinnerung war sie einfach ein Mitglied unseres Personals, aber keine Replika dieser Art war je hier auf Sipinski stationiert. Replika-Erinnerungen sind nicht die zuverlässigsten, sagt man, aber nie zuvor habe ich je ein solch seltsames Phänomen erlebt. Datum 8421a. Das kleine Enigma jener Kiste konnte mich wahrlich nur so lang vom Chaos um mich herum ablenken. Alles, was die Kiste enthielt, war ein kleines Notizbuch, dessen Seiten sich seltsam als leer erwiesen. Es ist sogar schrecklich hier, seitdem unsere geliebte Kommandantin krank geworden ist. Ich sehne mich nach ihrer strengen Führung, nach der überwältigenden Autorität, der sie jeden Raum füllte. Datum 8421b. Mehrkranke, die mir die Arbeit noch schwerer machen. Wie sollen wir denn all diese Arbeit bewältigen ohne Verstärkung? Mein einziger Trost ist, dass mit dem Schwinden des Protektorpersonals auch die Arbeiterzahlen schwinden, die wir überwachen müssen. Während mehr und mehr Replika im Krankenflügel landen, beenden Arbeitergestalten viel zu schnell für jegliche Behandlungsversuche. Datum 84211c. Ein weiteres Tagebuch voll, nur zum Zwecke meiner eigenen Genugtuung. Ich habe noch kein neues bestellt, da ich meinen Rationsmark für diesen wunderbar aussehenden Füllfederhalter ausgegeben habe.
Aber vermutlich habe ich so ein Nutzen für jenes Notizbuch gefunden. Auf der Vorderseite der Kiste ist ein Loch. Es sieht aus, als ob ein Teil. Als ob ein Teil des Mechanismus fehlt. Das ist das Symbol des Logos. Hier auch mit diesen Strichen an der Seite, ja. Da liegen Karten. Hier so. An der Seite. Symbolen. Hier, das sind Ordner, aber sonst irgendwas in dem Raum, außer lauter Papierkram, ist hier nicht. Da liegt noch was. Der Blick über Beleg Elster. Das sind wir. Landvermessung, Schiff, Techniker, Replika, Elster. Typ, Generation 5, Cosmo, Pionier, Spezialistin. Gestell, biomechanisch mit Kohlefaser, verstärkte Polyethylenschale und Titanskelett, Größe 178 cm. Eine vielseitige Pionierseinheit, die primär für den Orbitaldienst konzipiert wurde. Diese zähen und stoischen Einzelgänger sind am besten als spezialisierte Saboteure oder Späher geeignet. Ihr technisches Wissen und ihre Kampferfahrung machen diese Einheiten zu wahren Überlebenskünstlern, insbesondere in ihrer markanten weiß-blauen schweren Kampfkonfiguration, die mit kugelsicheren Panzerplatten auf Brust und Armen ausgestattet ist. Da das ursprüngliche neurale Muster für diese Einheit bei der Zerstörung des zentralen Neuralarchivs auf Veneta verloren ging, werden neue Elster-Einheiten auf Basis einer ausgemusterten Einheit aus dem Penrose-Programm hergestellt. Das heißt, die basieren immer meistens auf einem Prototyp, ich glaube mal stark auch von Menschen, die sie Gestalt nennen, würde ich mal behaupten. Und so ist es dann halt, dass die dann dementsprechend denen nachempfunden werden und die ursprüngliche Elster wurde halt, wie wir gerade gelesen haben, zerstört. Okay, da ist dieser ominöse Kasten, mit dem ich leider noch nichts anfangen kann. Aber ich habe ja noch hier den Büchereischlüssel. Den setzen wir jetzt ein und vielleicht finden wir dort etwas. So, die Bücherei. Die war hier unten. Na dann. Let's go. Einmal wieder nach unten. Oh, jetzt kommen sie. Replika-Überblick. MNHR. Minenarbeit, Nukleartechnik, Hochsicherheitsreplika. Mina. Typ Generation 3, Industriespezialist. Gestell biomechanisch mit verstärkter Hochsicherheitspanzerplatten Servoschale. Größe 260 cm. Ich glaube, das war auch die Einheit, die mich angegriffen hat. Der Bossfight. Wenn es um Gefahrengut, Baumaschinen und gefährliche Umweltbedingungen geht, kann kein anderes Modell den MNHR-Einheit mit ihrer Hochsicherheitskraftpanzerkörpern das Wasser reichen. Sogar in tödlicher Strahlung unter brutalem Druck oder in der Schwerelosigkeit behalten sie ihr ruhiges Gemüt und zeigen vorbildliche Zusammenarbeit. Trotz ihrer gewaltigen Körper ist unter ihrem Helmvisier eine normale Generation 3 Kranialkonstruktion, was die Wartung wie auch die soziale Interaktion so einfach macht wie mit jedem anderen Replikamodell. Bitte beachten Sie, dass das neurale Muster MNHR nicht für den Kampfeinsatz geeignet ist. Für Kampfeinsätze sollten Sie SAPR-Variante benutzt werden, die eine kampfbereite Persona im selben Gestell einsetzt. Für mehr Informationen lesen Sie schwere Antipanzer-Replika-Schnepper. Schnepper. Steht da? Kalibrierungsfehler, manuelle Steuerung benutzen.
Gardet. Schon wieder der König in Gelb. Och Mann, muss das sein? Astrolab. Was? Astrolabium. Ist hier noch was? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war das einzige Buch. Kein Platz. Ein seltsamer, urbergkantiger Drehmechanismus mit astronomischen Symbolen auf der Vorderseite. Ja, und am Ende geht's nach Karkosa. Bekannte Replikaprobleme, Teil 4. Also haben wir doch noch nicht alles gelesen. Ja, der Anfang ist immer der gleiche. KLBR, auch für Kolibri. Große Aufmerksamkeit sollte den Kolibris geschenkt werden. Ihr neurales Muster ist sehr instabil und ihr Bioresonanzmodul macht sie sehr anfällig für äußere Einflüsse. Wie die meisten bioresistenten Individuen erzeugt Kolibris oft unterbewusst emotionale Rückkopplungsschleifen, indem sie die Gefühle um sie herum imitieren und wieder ausstrahlen. Dies macht sie zu einer Art Verstärker für Emotionen. Obwohl sie dazu ausgebildet sind, dieses Verhalten zu erkennen und zu unterlassen, können sich bereits instabile Einheiten eigentlich in Persona-Zerfall verfangen. Durch ihre bioresonante Verbindung variiert die Entwicklung des neuralen Musters in Kolibris weniger als in anderen Modellen. Der konstante Austausch von Erinnerungen und Emotionen zwischen Einheiten eines Kaders fungierte als Sicherheitsnetz, das extrem Veränderungen puffert. Wenn aber der Großteil eines Kaders von Persona-Zerfall betroffen ist, werden die restlichen Einheiten mitgerissen. Deshalb ist es besonders wichtig, Kolibri-Einheiten sofort auszumustern, wenn sie beginnen, Anzeichen von Persona-Zerfall zu zeigen. Zur Persona-Stabilisierung sollten Kolibris Zugang zu einer gut ausgestatteten Bücherei haben. Da liegt eine Einheit. Wer bist du denn? Du gehörst nicht zu unserem Personal. Die anderen, sie haben sich verändert. Wir singen nicht mehr im Einklang. Hier konnte ich in ihre Köpfe sehen. Wir waren eins. Zusammen haben wir sie alle gelenkt. Aber jetzt kann ich ihre Gedanken nicht mehr verstehen. Ich war noch nie so allein. Die anderen sind noch zusammen, aber ich bin hier draußen und sie lassen mich nicht rein. Ich kann ihr Lied nicht mehr ertragen. Lied. Das hier ist der einzige Ort, wo ich sie nicht hören muss. Der einzige Ort, wo ich sicher bin. Okay, ich glaube, mit dieser Kolibri-Einheit können wir leider sonst nichts machen. Ich kann die ganze Heilung hier nicht mitnehmen. Kacke. Na gut. Um das Ganze zu beschleunigen, Adler, bla bla bla, dann können wir das Item da in diese Kiste oder an diesen Safe. Sieht eher eigentlich aus wie ein Safe. Wenn wir das an den Safe anbringen, dann haben wir auch wieder Platz. So sind Shotgun Shells. Okay. Warte mal. Was ist das doch? So, fort mit dir. Jetzt mache ich nämlich Trick 17. Nehme mir beide Items mit und kombiniere sie miteinander. Ich hasse es, irgendwas liegen zu lassen in Videospielen. Na, es macht mich wahnsinnig. Achso, ich kann es ja nicht aufnehmen, weil ich keinen Platz habe. Nee. Ah, okay, passt schon. Genug liegen lassen müssen, weil ich keinen Nerv hab, jedes Mal zurückzurennen. Okay, here we go. So. Wollen wir mal.
Ich weiß die Kombination leider nicht. Okay. Ich werde, auch wenn ich es bereuen werde, nochmal komplett zurückgehen und mir nochmal diese Heilspritze holen. Cause why the fuck not? Ich glaube, ich kann es gebrauchen. Falls ich jetzt nochmal eine geschmiert bekomme, kann ich mich nämlich heilen, weil ich habe keine Heilung dabei. Ich habe auch nichts dabei, was mich wiederbeleben könnte. Und dann sehe ich schon kommen, dass wenn ich in diesem Spiel sterbe, was zum Glück noch nicht passiert ist, aber es sein kann, dass ich dann direkt beim letzten Speicherpunkt starte. Wie es bei Survival-Horror-Spielen halt üblich ist. Und ich halt keinen Bock habe, nochmal alles wiederholen zu müssen. Weil dann drehe ich richtig am Rad. Und mein letztes Speichern ist schon ein bisschen her. Ich glaube, die Kombination hatte was mit diesem Planetarium-Dingsee auf sich, was wir da gesehen hatten. Ich bin gerade im Überlegen, wo das war. Das ist dieser Briefing Room. Star Map, ne? Ich glaube, ich muss nochmal dahin. Dann überziehen wir heute ein bisschen. Und ich werde nochmal in diesen Star Room gehen. Diese Karte mir anschauen. Und dann nochmal vielleicht mir Notizen machen. Um zu sehen, wie sah das Ganze denn aus. Und ich glaube, das hier ist die Kombination. Ganz außen ist eine Art Stern zu sehen. Aber wir haben hier keinerlei Symbole. Da ist noch Leng. Leng, S23 Sipinski ist hier. Ah, das ist der Planet, auf dem wir uns befinden. Es waren aber... Also dieses Symbol, Heimat. Das war zu sehen. Also das Symbol zumindest. Und in der Mitte ist das Zentrum. Aber was waren die drei Sachen außerhalb? Das müssen ja eins, zwei. Ja, wenn wir das noch dazu zählen. Okay, das Ding gibt mir leider keinen Aufschluss darüber. Über das Rätsel. Come on. Glaubst du nicht ernsthaft, dass du mich triffst? Ja, das ist das Einzige, was es hier noch zu untersuchen gilt, aber ich weiß die Kombination leider nicht. Okay, ich dachte so, vielleicht irgendwas mit den Linien, aber ja, mal gucken. Ich würde Google einen vorschlagen. Ich tüftle jetzt nochmal an diesem Rätsel herum und dann sehen wir uns wieder, wenn dieses Rätsel gelöst ist, würde ich sagen. Ich mache das jetzt offscreen, dann haben wir in der nächsten Folge noch ein bisschen mehr Zeit für weitere Action und dann bedanke ich mich schon mal bei euch fürs Zusehen bei dieser Episode von Signalis und dann sehen wir uns dann wieder bei der nächsten Episode. Also, macht's gut, bis dann.